Er war gerade mal 5 Jahre alt, als er zum ersten Mal einen Golfschläger in die Hand nahm. Golf wurde erst ein Hobby und dann zum Beruf. Heute, mit 22 Jahren, ist Moritz Lampert Golfprofi. 6 bis 8 Stunden Training pro Tag, kein Problem. Doch der gebürtige Schwetzinger kämpfte mit gewissen Schwierigkeiten. Ich habe nur eine Sehschwäche von -1 Dioptrien auf beiden Augen. Aber es ist halt genau so, dass wenn das Wetter so ist wie heute, so leicht bewölkt und nicht perfekt sonnig, habe ich Linsen gebraucht. Und ich hatte immer Probleme mit den Linsen, wenn es windig war, wenn es extrem heiß war oder extrem trocken, musste ich immer Augentropfen reinmachen während den Turnierrunden. Um auf Profiniveau Golf zu spielen, reicht es nicht aus, einen guten Schwung zu haben. Für Moritz Lampert ist klar, dass man auf dem Platz auch perfekt sehen muss. Beim Golfen braucht man vor allem gute Augen dafür, dass man den Ball erstmal landen sieht, man schlägt ihn und dann läuft man ein paar Meter, damit man ihn wiederfindet. Und ganz wichtig sind auch die Konturen zu erkennen, vor allem auf den Grüns, um zu sehen, wie der Ball sich verhält, wenn er rollt. Also fragte er seinen Augenarzt nach Alternativen zu den lästigen Kontaktlinsen und bekam die Empfehlung, sich ans Frevis-Lasik-Zentrum am Universitätsklinikum Mannheim zu wenden. Nach einer gründlichen Voruntersuchung wurde seine Kurzsichtigkeit dann im Januar 2014 durch eine Femto-Lasik korrigiert. -1 klingt wenig, -1,5 hatte er. Das bedeutet, er sieht ohne Kontaktlinsen einfach total unscharf. Sehschärfe um die 20%. Das reicht zum Golfen überhaupt nicht. Also insofern ist schon eine Dioptrie auch sehr viel. Und wenn ich den korrigiere, wie es ja auch passiert ist, sieht er einfach wieder perfekt und hat diese lästigen Kontaktlinsen mit seinen Benetzungsstörungen einfach nicht mehr, sondern lebt ein ganz normales Leben. Das ist ein Riesenvorteil, gerade für junge Sportler. Die Femto-Lasik wird ambulant durchgeführt. Zunächst wird mit einem Femto-Sekundenlaser eine Hornhautlamelle erzeugt. Nach dem Hochklappen der Lamelle kann die Fehlsichtigkeit mit einem Eczema-Laser korrigiert werden. Danach wird die Hornhautlamelle zurückgeklappt und verschließt wie ein körpereigenes Pflaster die Hornhaut. Kontaktlinse AD, und das hat auch Einfluss auf das Kontrastsehvermögen. Das Kontrastsehvermögen wird bei der LASIK-Operation verbessert im Vergleich zur Kontaktlinse, keine Frage, weil so eine weiche Kontaktlinse mehr Licht streut, dementsprechend ein bisschen schlechteres Sehen macht. Die Abschlussuntersuchung einige Monate später ist für Moritz Lampert reine Routine. Mit der Behandlung ist der Jungprofi sehr zufrieden. Der Erfolg zeigte sich schon am Morgen nach dem Eingriff. Am nächsten Tag durfte ich selbst wieder Auto fahren, habe schon direkt gemerkt, wenn ich im Wald vorbeigefahren bin, dass ich angefangen habe, wirklich Blätter im Wald zu sehen. Nicht einfach nur einen Baum, sondern wirklich auch die Blätter zu sehen. Das ist jetzt ein bisschen mehr als 4 Monate her und ich habe jetzt keinerlei Beschwerden mehr und wach morgens auf, brauche keine Gedanken zu machen, oh, ich habe meine Linsen vergessen, wo ist meine Tränenflüssigkeit, sondern ich stehe auf, laufe raus und sehe alles super. Der Golfprofi war nur leicht kurzsichtig. Das LASIK-Verfahren ist jedoch auch in vielen anderen Fällen eine erprobte Behandlungsmethode. Ja, mit der LASIK-Operation allein können wir heute bis -8 gehen und auf der Seite der Weitsichtigkeit bis +3. Aber die LASIK ist nur einer unserer Bausteine. Es ist von der Frequenz her sicher der Hauptbaustein, aber nur einer. Es zentriert sich mittlerweile alles um Laseroperationen und die gehen auch an der Augenlinse, die gehen an der Hornhaut, wie bei der LASIK. Dann gibt es mittlerweile ein Verfahren, was einen Femtosekundenlaser benutzt, um nur in der inneren Hornhaut zu arbeiten, die sogenannte SMILE-Technik. Auch was ganz Neues, seit Anfang dieses Jahres zugelassen, sodass das Spektrum der Korrekturmöglichkeiten immer weiter steigt. Moritz Lampert kann nun ungestört an der Verbesserung seines Golfhandicaps arbeiten. Dass die Kontaktlinsen mal ein Handicap waren, ist längst vergessen.